So, dann werden wir jetzt mal hier durch den Dschungel schleichen. In der letzten Mission waren wir über den Wolken. Wo waren wir überhaupt überall schon? In Hamburg, in Stalingrad. Letzte Mission halt nur im Flugzeug gesessen. Ging eigentlich noch ganz gut. Hier war da gerade einer. Ich soll mich fokussieren. Ich gehe mal davon aus, dass ich keine Waffen habe. Also bis jetzt muss ich sagen, macht die Kampagne schon Spaß. Ich meine, ich erwarte bei COD jetzt nicht so eine anspruchsvolle Story. Der Fokus liegt ja sowieso auf dem Multiplayer. Der übrigens auch richtig Laune macht, habe ich auch schon ausprobiert. Aber ich finde eigentlich auch die Kampagne immer gut inszeniert. Sind halt ein paar Stunden. Sich mehr oder weniger durch die Leveln ballern. Was? Schleicher am Feind? Lautlos ausschalten. Ja, meine Spezialität. Moment. Entschärfen. Den habe ich nicht gesehen. Gut, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit, die ich nicht brauche.
Nee, ich möchte die andere haben. Ich habe beide, gut. Ich höre die ganze Zeit, aber habe ich dann vorbeigelaufen. Ja, der hat es ja wohl auch nicht geschafft. Und jetzt? Ach nee, das war der gar nicht. Solche mit der Pistole. Echt jetzt? Wo lang geht's? Hier runter oder hier hoch?
Könnte ich jetzt auch den LKW nehmen, oder? Nein. Oh. Das dürfte die anderen doch jetzt auch anlocken, oder? Ja. Waren aber drei. Soll ich jetzt hier oben bleiben? Ach, ich muss ihn ja noch suchen, genau. Beziehungsweise. Matteo? Matteo? Ich bin auf dem Weg. Ja, du solltest ihm ja nicht hinterherlaufen, ne? Und mal wieder in Gefangenschaft. Bist du japanisch? Was für eine Frage, ne? Sie leben noch! Ja, ohne Scheiß! Bleibt sie los! Flugbetriebsmaschinenmacht, dritte Klasse Hernandez. Der undankbare Lieutenant Jacks wurden abgeschossen. Deshalb sind wir hier. Danke. Sergeant James Washington, Infanterie, Brand 90. Division. Lenny, verarzte ihn. Habt ihr Flugzeuge? Wir müssen da wieder rauf. Flugzeuge? Wir sind schon froh über Munition. Der ist Ballast.
wird uns nur aufhalten. Ich höre euch. Schon mal geschossen? Bin durch die Grundausbildung wie du. Sir, wir kriegen Besuch. Ja, gib her die Waffe. Ich zeig dir, wie ich schießen kann. Komm. Ich habe jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Du bist nur Passagier. Okay, Leute, das ist das Savoy. Weiter geht's. Himmel, Hernandez, ihr kommt mit mir. Jetzt los, bitte. Es ist Zeit, bitte. Stellen Sie da! Ich lasse eine Waffe gerade. Ah nein, das ist Munition eingesammelt, okay. Aufgepasst! Ist noch ein weiter Weg. Besser als Laster aufladen, das steht fest. Hey, ihr seid also die 93. Nie gehört. Bestimmt hast du auch noch nie einen Schwarzen getroffen. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Oh, ein farbigen Regiment. Yep. Wenn du Schlangen oder Tausendfüßler siehst, sag Bescheid. Wir heizen den Grill vor. Moment. Siehst du was? Nein. Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Hier kommen wir rüber. Wir locken die Scharfschützen raus. Alfie, dein Job. Gibt's im Himmel Grütze? Lebendköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das letzte im Auge. Ach Leute, echt jetzt? Lebendköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Rauch! Auf meinen Befehl, zeigt mir euren besten Jesse Owens. Was? Ist das heißt, rennt wie der Wind. Jetzt! Alle in Ordnung? Ist noch alles dran. Okay, wir müssen zu den Bäumen. Ab ins Gras und dort bleiben. Wenn ihr durch seid, sammelt euch bei den Bäumen. Ich versuch's. Ну?
hoch. Teufel, wozu die Seile? Diese verrückten Hunde binden sich an Bäumen fest. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Basis. Sie wird von einem ausgehöhlten Hügel aufgeschützt. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wait, sei still und mach einfach, was er sagt. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis. Und vor. Ja! Sie sollen weg von der Straße! Ach, das ist ein Feind. So, jetzt sehe ich, wieso habe ich jetzt hier diese blöde Pistole? Von da kommen die. Ach, ich weiß ja gar nicht, wo die herkommen. Wo ist denn der Feind? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann ihn mal irgendwo hinstellen. Hallo Jungs. So, jetzt muss ich doch irgendwie von der Seite. Gibt's doch gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die KI erledigt das für mich. Dieser Scheißort! Lenny hätte es schaffen müssen. Unsere Verpflichtungen gegenüber unserem Land enden erst mit unserem Tod. Das klingt nicht nach Lenny. Aber das war ja das erste Mal, dass die KI das alles für mich erledigt hat. Lennys Waffe schnappen und uns helfen. Wir tun, was wir können. Unser Leben verlassen würde schon reichen. Mein Bruder kämpft in Europa.
Mama beide Söhne an die Nazis und die Japaner verliert. Nun, Hitler ist nichts im Vergleich zu Mama Howard. Ist das der Hügel? Das ist er. Heilige Scheiße! Das ist wohl ein Witz. Bist du irre? Da sollen wir hoch. Kibble, Belfry, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Howard, du bist unser Drache. Hinter dem Stacheldraht wird der Beschuss heftig. Du musst den Bastarden ordentlich einheizen. Wird gemacht, Sarge. Jackson, auf ein Wort. Ja? Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann gibst du ihm Deckung auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das? Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Ja. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. Jawohl, Klugscheißer. Runter und leise jetzt. Howard, Jackson, nach links. Der Rest von euch, mir nach. Jackson, hilf mir hier drüben. Wurde auch Zeit, dass du mit anpackst. Nach dir. Ich kann das Ding nehmen. Ich lerne schnell. Schwerer als aussieht. Und auch viel heißer. Ja, gib mir mal den Flammenwerfer, genau. Ja, erstmal müssen wir dahin kommen. Aber wie kann ich denn hier nicht weiterlaufen? Wie kann ich denn hier nicht lang? Ich will eigentlich hier rein. Habe ich eigentlich auch noch eine Waffe? Den habe ich nicht gesehen, den einen.
Wer schießt dann noch auf mich? Das kann doch nicht sein. Von wo trifft er mich denn? Ach, von da. Jungs, was ist los? Bin dran. Gewehre bereit machen. Meine Verletzung kommt raus. Ach, hier geht's lang. Patrick, mach die Kanone platt. Geht klar, Boss. Moment, mal wieder Munition suchen. Oh, jetzt sind wir die Leute. Moment. Lag denn hier gerade? Was habe ich denn? Eine Flammenwerfer behalte ich erstmal. Schieß das Leuchtsignal! Soll sie uns doch stoppen! Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert! Ja, für sie, nicht für den Rest meiner Männer. Genau noch. Lieutenant, komm und sieh dir das an. Jetzt, Soldat! Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Na, den Funkturm. Links von dir. Da ist ein Flugzeug. Ein Weltsturzbomber. Kann hier niemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wir können die Basis erobern. Die Japaner bremsen. Und dann mit Luftunterstützung. Wäre mir wohler zumute. Bin dabei, Sergeant. Darauf habe ich gehofft. Gehen wir da runter. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Werde ich schon rausbekommen. Los geht's! Bei den Panzern formieren!
So, dann würde ich sagen, reicht jetzt. Also, da dachte gerade mein Gegner. Das machen wir in der nächsten Folge und dann sage ich wie immer an dieser Stelle, danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.